Das hier, das ist eine Autobahnbrücke und das ist die wahrscheinlich lauteste Brücke aus der ganzen Stadt. Und ich werde heute eine Nacht unter dieser Autobahnbrücke schlafen. Und das ist uhrenbetäubend laut, aber so richtig. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe genau unter dieser Brücke schon zweimal drunter geschlafen. Und jedes Mal, wo ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, dann habe ich kaum was hören können, weil meine Ohren total taub waren. Von den ganzen lauten Lärm und Geräuschen. Und ich werde dich mitnehmen. Unter der Autobahnbrücke. Ja, das wird krass auf jeden Fall. Das wird uhrenbetäubend laut. Du wirst morgen nichts hören können oder kaum was hören. Wir werden neue Ohrenarztpatienten werden wahrscheinlich. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine ohrenbetäubende Nacht sein. Dankeschön. Du wirst morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Extra um diese Ohrenbetäubung nochmal zu erleben. Das wird so richtig geil sein. Achso, ihr sollt das Video auf jeden Fall kommentieren und liken. Weil das ist was ganz Besonderes, dass wir das machen. Das macht kein anderer auf YouTube, nur er und ich. Das ist doch wirklich so. Das macht, wer würde denn auf diese kranke Idee kommen? Das ist geistesgestört. Das ist eine richtig geile, angenehme Autobahnbrücke. Ich zeige euch die Autobahnbrücke von oben. Genau, da drüben schlafen wir. Und ich zeige euch die Autobahnbrücke von oben, weil hier ist Treppe. Ich habe hier Treppe gefunden. Treppe hochlaufen. Treppe. Treppe runterlaufen. Treppe. Noch mehr Treppe hochlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe runterlaufen. Treppe. Treppe hochlaufen. Treppe. Ja, genau. Das ist diese Autobahn von dieser Perspektive aus. Hier fahren ganz viele Autos rum. Das ist eine richtige Autobahn. Das hat sich wie so ein Fahrrad-Dings-Klingel angehört. So stark knallen die da über die Brücke drauf, diese Fahrzeuge und diese Fahrzeuge, die Abgase produzieren. Das ist sehr gut, dass wir uns unter dieser lauten Autobahnbrücke versteckt haben. Weil guck mal hier, es regnet hier so richtig in Strömen. Es ist richtig spierlich hier, dieser Regen. Es regnet hier so richtig in Strömen. Der Regen muss weg, aber dafür sind wir unter dieser lauten Autobahnbrücke und müssen hier eine Nacht verbringen. Wir versuchen jetzt gerade mit unseren Tarps einen Windschutz aufzubauen, was extrem schwer möglich ist, weil dieser ganze Fußboden hier betoniert ist. Also das heißt, man kann da nichts, keine Heringe oder sowas reinstecken, weil das ist hier total schmierig windig. Und dieser ganze Regen, der peitscht hierher wegen dem ganzen Wind. Dieser ganze Regen, der klatscht hier rein und macht uns die ganze Zeit unsere Sachen nass. Hier, guck mal, mein Schlafsack ist hier schon total durchnässt. Und das will einfach nicht aufhören. Das ist hier alles total windig. Das ist voll scheiße. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tag, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Der ganze Wind will nicht weggehen und der ganze Regen, der peitscht hier unter dieser Brücke hier drunter durch. Und unsere ganzen Sachen sind hier nass. Und wir haben bestimmt die letzten 2-3 Stunden damit gekämpft, diesen Tarp hier vernünftig aufzubauen. Und das war richtig scheiße gewesen mit dem Wind. Und das funktioniert einfach gar nicht. Das ist voll scheiße. Wir haben es nicht vernünftig geschafft, diesen Tarp hier aufzubauen. Und wir werden hier voll diesen Geräusch hier belästigt. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir die ganzen Sachen hier zusammenräumen. Und nach da drüben hingehen, da wo die Wand ist. Weil da drüben, wo die Wand ist, da ist ein bisschen windstiller. Vielleicht kann man da besser pennen und den Tarp aufbauen. Deswegen laufen wir jetzt da drüben hin. So, wir haben eben gerade unsere Sachen von da drüben
nach hier hingeschleppt. Und genau, und das war eben gerade umsonst gewesen, diese 2-3 Stunden, die wir gebraucht haben zum Aufbauen. Das ist hier auch nicht perfekt und auch etwas windig. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem viel besser, weil hier diese scheiß Wand hier ist. Genau. Und wenn man hier ganz nah an der Wand dran kommt, dann ist ein bisschen windstill. Deswegen ist das hier angenehmer. Aber bevor wir jetzt nochmal versuchen, unseren Schlafplatz aufzubauen, werden wir erstmal grillen. Weil wir haben Hunger. Die Lehne ist abgeflogen von meinem Stuhl. Ich weiß nicht, wo die liegt. Der Wind hat sie weggehauen. Also habe ich echt keine Lehne. Der Wind ist scheiße. Wind ist richtig jetzt. Der Wind hat Analplax umgesetzt. So, wir haben den Einweggrill rausgepackt. Jetzt wird gegrillt. Es schallt! Genauso wie die Geräusche von den Fahrzeugen, die Abgase produzieren. Darauf wird jetzt gegrillt. Der Grill, der läuft. Das ist ein richtiger Einweggrill. Ich habe zwar einen Gasgrill dabei. Ja. Aber Einweggrill hat Style. Deswegen kochen wir jetzt mit Einweggrill. Also grillen heißt das, genau. Da werden wir gleich Fleisch braten. Das wird gleich so richtig geil sein. Ja. Das wird geil. Ich war anfangs skeptisch, ob das klappt, aber diese Karre bietet auch so ein bisschen Windschutz. Ja, genau. Ich hab den dahingestellt, dass es ein bisschen Windschutz gibt. Das wäre da ganz hinten gar nicht möglich gewesen, wenn wir da hinten versucht haben zu grillen. Das wäre überhaupt nicht möglich. Ja. Da ist das hier besser. Hier ist viel besser. Endlich mal ein bisschen Wärme. So, weil das heute ziemlich frostig ist, werden wir ein Glühwein machen, damit uns warm wird. Oder ist es Na, der Glühwein ist fast fertig. Der ist kurz davor, Blasen zu entwickeln. Deswegen ist er fertig. Der ist genauso fertig wie mein Kopf und der darf nicht fertiger sein. Nee, er wird fertiger als mein Kopf. Der darf das nicht, auf gar keinen Fall. Das verbiete ich ihm. Dass der fertiger wird als mein Kopf. Dieser Glühwein, dass der eine so große Freude zubereiten kann, wer hätte das gedacht? Glühwein ist fertig. So, der Einweggrill ist auch bereit. Es kann Fleisch drauf. Oh, ich habe Krampf im linken Bein. Ich nicht. Na. Komm, ich helfe. Besser da. Oh, oh, oh. Jo, geil. So, jetzt wird die nach Knoblauch riechende Riesenmade auch noch gegrillt. Ich liebe diese Riesenmaden auf Grill. Die sind richtig geil. Die schmecken voll cool. Die schmecken so saftig. So, der erste Fleisch ist fertig. Oh, das schmeckt richtig geil. Also Grillen im Winter kann ich total empfehlen. Genau, ich glaube, wir haben jetzt Winterzeit. Ja. Also diese Jahreszeit zumindest. Wo man so eine versippte Jacke anziehen muss. Da ist Grillen auch richtig geil, das müsst ihr auch mal machen. Nicht nur die ganze Zeit auf Sommer warten, ihr sollt es auch mal im Winter machen, das ist voll geil. Dies zeigt größte Intelligenz. So, das zweite Fleisch und Baguettes sind fertig. Runtergefallen hier, das Ding. Und ich bin super intelligent. Meine Spieße sind drauf. Und es hat ganz leicht hier angebraten. Aber die Hälfte ist auf jeden Fall noch roh. Aber voll und ganz, die kann man noch nicht essen. Aber der Einweggrill, der ist ausgegangen. Der ist voll scheiße. Wir haben keine Grillkohle oder sowas. Das heißt, wir können die Spieße jetzt nicht essen. Das ist voll scheiße. Darauf werden wir jetzt erstmal einen Glühwein kochen. Guck mal, der Glühwein bewegt sich. Das heißt, er ist fertig. Gib Wurst. Ja, heute ist ein richtiger Glühweintag.
So, mein Bruder hat sich schon im Schlafsack eingebuddelt. Und da drüben, da sehen wir die ganze Zeit leuchtende Augen. Das, was uns die ganze Zeit beobachtet und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wolf sein könnte. Aber in letzter Zeit wurde hier in Bremen öfters ein Wolf besichtigt. Und genau, das könnte vielleicht ein Wolf sein, der uns die ganze Zeit hier anguckt. Ich bin ganz gespannt darauf, ob wir von diesem Wolf gegessen werden. Aber ich glaube, der riecht unser Fleisch, was noch nicht durchgebraten ist. Ja genau, deswegen beobachtet er uns die ganze Zeit da hinten. Und ich sehe, beziehungsweise wir beide sehen die ganze Zeit diese reflektierten Augen, die hin und wieder, die ganze Zeit zu uns beobachten und manchmal wieder weggehen und dann wieder herkommen und uns beobachten. Und das sieht wie so eine Hundegestalt aus. Ich glaube, das ist der Wolf. So, mein Bruder und ich liegen im Schlafsack und wir versuchen zu pennen hier unter dieser lauten Autobahnbrücke. Die ist so richtig laut. Die macht die ganzen viel Geräusche. Und ich könnte wetten, dass das die ganze Zeit ein Wolf gewesen war, der uns die ganze Zeit angestarrt hat. Der ist mehrmals wieder zurückgekommen und hat uns von der Seite angestarrt, also von da ganz hinten da drüben. Ja, ja, genau. Wir haben da die Augen gesehen und das hat sich auf jeden Fall ganz anders verhalten wie ein anderes Tier. Ein anderes Tier würde sofort wegrennen. Aber das hier, das war anders. Also der hat uns die ganze Zeit angestarrt und für mindestens eine halbe Stunde oder so. Und ist immer wieder zurückgekommen. Genau, aber jetzt habe ich die letzten Minuten nichts mehr gesehen. Von reflektierten Augen, aber... Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass der nicht zu uns weiter herangekommen ist, damit ich euch das filmen konnte. Gute Nacht bis morgen. Man ist auferstanden und die Nacht die war voll scheiße gewesen, man konnte kaum schlafen. Also ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber diese ganzen Geräusche haben so richtig belästigt. Und na gut, der Wind ist zwar ein bisschen zurück hier weniger geworden. Und diese Regentropfen, die durch die, also unter der Brücke durchgepeitscht haben, ist auch weniger geworden. Aber trotzdem war es so richtig scheiße gewesen, hier zu schlafen. Aber der Wolf ist irgendwann nicht mehr zurückgekommen. Ich hatte ihn zwar noch mal gesehen, ganz kurz, aber dann war er weg. Also der hat uns nicht gefressen. Es war voll scheiße, hier zu schlafen. Das wird gleich so richtig lästig sein, die ganzen Sachen zusammenzupacken. Wo sind die Schaschlik-Spieße hin? Die habe ich eingepackt. Achso, ich dachte, die hätte auch gegessen. Ja, das wäre... Die Schaschlik-Spieße, die lagen genau hier drauf. Ich bin öfters in der Nacht wach geworden, weil ich da irgendwas rumscharen gehört habe. Ja, ich habe hier viele Mäuse gesehen. Ja, ich glaube auch, dass es Mäuse waren. Ja. War das so? Ich habe über Nacht diese romantischen Grabkerzen hier angemacht. Damit das nicht ganz so grau hier aussieht. Und genau, ich werde die jetzt ausmachen. Ich hab die ausgemacht. Und weil das hier alles Steinboden ist, wo diese ganzen Steine nach oben rausstrahlen, haben diese ganzen Steine hier volle Kante gegen meine Nieren gedrückt und in meine Kniescheiben rein. Das war voll scheiße gewesen. Das hat, die Steine, die waren richtig beschissen. Genau, die haben schon schön reingedrückt. Und für den Fall, falls der Wolf uns fressen wollte, der hat uns die ganze Zeit so gierig angeguckt. Habe ich mal einen Urin-Test V1 Messer neben mir liegen gehabt. Ich habe mal einen Beil neben mir hingelegt. Ja, man kann ja nie wissen, ob das ein Problemwolf ist oder nicht. Aber der hat uns die ganze Zeit da drüben angeguckt. Und da hinten, da ist da so eine Treppe und ich weiß, also ich habe die ganze Zeit nur die reflektierten Augen gesehen, die uns beobachtet haben. Ja. Als ich da drüben pinkeln gegangen bin, dann habe ich gesehen, wie dieser Wolf, oder ich denke, dass es ein Wolf war, wie der nach oben gelaufen ist, zu dieser Treppe rauf und mich von oben beobachtet hat.
Und als ich dann von da drüben wieder zurückgekommen bin, dann ist er wieder runtergelaufen und ist dann nach da lang gelaufen. Aber richtig schnell. Der hat sich ganz komisch bewegt, also nicht wie so andere Tiere. Das war bestimmt ein richtiger Wolf. Und hier gibt es immer öfters Wolfsdichtungen in dieser Umgebung. Das ist voll cool. Hier muss doch heute viel öfter gepennt werden. Das könnte aber auch ein Nashorn gewesen sein. Oder Nashorn, ja. Jetzt wird Koffein hergestellt. So, der Kaffee ist fast fertig. Der muss doch noch ein bisschen muss er noch und dann ist er fertig. Dann können wir den trinken. Jawoll. Oh ja, das schmeckt. Koffein unter der Brücke zu saufen ist richtig geil. Koffein unter der Brücke zu saufen ist richtig geil. Vor allem, weil das so laut hier ist. Das ist immer noch mal eine Outdoor-Zahnbürste. Die hat so diese Farbe zu haben. Weil das ist voll cool. So, die Sachen sind gepackt. Die ganze Müll ist eingeräumt. Und hier haben wir geschlafen. Hier unter diesen Steinen, die in die Nieren reingedrückt sind. Genau. Die haben da reingedrückt und in die Kniescheiben und Ellbogen und so. Genau, das haben die kaputt gemacht, diese Steine hier. Hier sind überall diese Steine. Und hier haben wir die ganze Zeit gestern, ich glaube 2 bis 3 Stunden oder so, haben wir versucht, den Schlafplatz unter diesem Wind, der hier durchgepeitscht hat, mit den ganzen Regentropfen aufzubauen. Und das ist uns überhaupt gar nicht gelungen. Das hat so richtig misslungen. Und genau deswegen sind wir nach hinten gelaufen, um dort zu pennen. Da an dieser Wand da haben wir gepennt. Das war voll cool gewesen. Und diese Autobahnbrücke ist laut. Die ist richtig laut. Und da drüben fährt ein Schiff. Wir werden hier auch von Schiffen belästigt. Jetzt müssen wir eine ganze Stunde laufen. Wir laufen an dieser Stelle vorbei, wo ich und Bianca letztes Wochenende genau dort geschlafen haben. Genau daneben, neben diesem Haus. Und wir von Gartenarbeiter gestört wurden. Die haben richtig, richtig Krach gemacht. Ich blende mal eine Szene ein. Das hier, das war unser Schlafplatz gewesen. Ja, genau. Wir bauen jetzt ab. Weil hier sind ganz viele Geräusche. Ja, genau. Das war Biwak von letzter Woche. Guck mal, wir laufen jetzt gerade an dieser legendären Stelle vorbei. Da habe ich letzte Woche genau das hier gemacht. Habe ich bei einem richtig heftigen, starken Gewitter mit Starkregen und richtig vielen Blitzen und Donner und Sturm vollkommen alleine und hilflos im Wald überlebt. Ich kam da gar nicht weg. Schaut euch dieses Video unbedingt auch an. Das war auf jeden Fall nicht ohne gewesen.